Hallo, liebe Briefmarkensammler und Schätzchenjäger. Hier ist Edmund von der Briefmarkenfarm und heute will ich euch etwas über die Lust am Sammeln und die Lust am Entdecken und wie man sich vielleicht auch die ein oder andere Inspiration holen kann, was man mit dem Briefmarkenhobby alles anfangen kann. Es ist so vielfältig. Und ja, da möchte ich ein paar Worte zu verlieren. Weil Briefmarken, ja, wir schauen oft auf den Wert der Briefmarken, sind dann immer enttäuscht, was ein Händler noch so dafür zahlt. Aber das Sammeln ist so umfangreich und so vielfältig und man kann viel daraus machen. Und gerade heute, also ich bin da schon noch von früher andere Zeiten gewöhnt, aber heute kann man eigentlich für wenig Geld ganz viele ganz tolle Briefmarken bekommen und auch jedes Gebiet irgendwie beackern, das man möchte und wo einem die Interessen liegen. Und ich möchte euch heute einfach nur zwei Webseiten zeigen im Internet, die sich so ein bisschen anders auf das Thema stürzen. Man nennt das natürlich klassischerweise Motivsammeln. Im Englischen ist es das Topic, also das Thema. Und ich finde also auch vor allen Dingen die Bezeichnung Thema viel besser als Motiv, weil es geht eigentlich nicht, wenn man sagt Motivsammeln, dann denkt man immer an schöne Bildchen, oder aber Briefmarken sind auch von der grafischen Aufarbeitung sehr, sehr eindrucksvoll. Und es ist nicht immer das bunte Bildchen, was einen da begeistert, sondern teilweise auch die grafische Ausführung. Und deswegen ist Themen zu sammeln vielleicht. Ja, man denkt an Stoß und nicht nach Motiven zu gehen. Also nicht einfach nur nach Tiere zu sammeln oder, ja, oder vielleicht auch ein bisschen anders zu denken. Vielleicht das lustigste Beispiel, was ich gehört habe, war, da sammelt jemand Briefmarken mit Kühen, aber nur die nach links schauen. Also wenn auf einer Briefmarke eine Kuh ist, die nach rechts schaut, gehört die nicht in die Sammlung. Oder jemand sammelt Briefmarken oder Briefe, Belege, die nach New York in den USA geschickt wurden. Ja, und genauso kann man natürlich irgendwie seinen Heimatort, seine Geburtsstadt, seinen Wohnort, den man gerade hat, in dem man gerade wohnt, zum Sammelgebiet erkören und oder vielleicht auch alle Städte, in denen man jemals mal gelebt hat. Und die entweder als Absender mit dem Stempel oder als Adresse. Alles so viele Anregungen gibt es dazu. Und es gibt zwei Webseiten, die ich euch zeigen müsste, wo man sich auch solche Anregungen gut holen kann. Das eine ist die American Topical Association. Die beiden Webseiten verlinke ich dann im YouTube-Video. Schaut einfach her, das ist eine Seite oder ein Verein, der sich ausschließlich damit beschäftigt, Listen zu erstellen oder seine Hauptaufgabe oder seine eigentliche Leistung besteht darin, Checklisten zu erstellen, die zu einem bestimmten Thema alle Briefmarken oder ja, versucht, alle Briefmarken zu listen, die irgendwie mit diesem Thema zusammenhängen. Kann ich das mal zeigen? Also die Webseite, also sie haben auch eine Zeitschrift und ganz viel Blogartikel. Aber das Eigentliche, worum es bei der ATA, der American Topical Association, geht, sind Checklisten. Checklisten sehen beispielsweise so aus. Da sieht man, das ist jetzt
Ein Beispiel. Es kommt immer eine andere, deswegen bin ich jetzt gerade überrascht. Americanized ist natürlich alles auf Englisch, ein bisschen schwer zu übersetzen, was jetzt damit gemeint ist. Das sind amerikanische Städte, würde ich es mal so übersetzen. Und da sieht man, dass zum Beispiel es von Albanien genau zwei Briefmarken gibt, die das abbilden. Und da steht auch, wann sie erschienen sind, was sie als Inhalt haben. Und hier eine Katalognummer, und zwar aus dem Scott-Katalog. Genau. Um jetzt sich mal so eine Idee zu bekommen. Also deren Datenbank enthält über 400.000 Briefmarken und über 715.000 Themen, in diese aufgeteilt sind. Und die Themen, das ist mal so eine Themenliste, man kriegt hier nur die Anfänge zu sehen, auf einer Themenliste vielleicht nicht. Aber da sind zum Beispiel, listen Sie Badminton mit 124 Briefmarken, hier ist Baseball 608 Briefmarken, Bischöfe 64 Briefmarken und ja, da kann man sich sein Lieblingsthema raussuchen und welche Briefmarken es auf der Welt dazu gibt. Curling, Disabled ist Behinderungen, Fiat, eine Automarke, Dolls, Puppen. Ja, es ist nicht ganz billig. Die verlangen pro Listing, na, schreiben es auch. Genau, hier steht es. Es verlangen 2 US-Cent pro Listing und mit einem Listing ist gemeint die Bezeichnung einer Briefmarke auf einer Liste. Also eine solche Checkliste mit 200 Briefmarken würde 4 Dollar kosten. Das kann man sicherlich mal machen, aber es gibt, also das ist die Organisation, die vermutlich die meisten Listen hat und sich da am meisten die da am meisten leistet. Aber um sich nur Anregungen zu holen, kann man sich natürlich, gibt es eigentlich schönere Webseiten. Ich kann da jetzt mal auf Connect, soll sowas heißen, also connect.com verweisen. Da kann man auch die Sprache wählen. Da gibt es ganz viele Sprachen, unter anderem auch Deutsch. Das kann man die Webseite auf Deutsch aufrufen und die haben nicht nur Briefmarken, sondern Briefmarken, Münzen, Andachtsbilder, alles, was man so sammeln kann. Aber gehen wir jetzt mal in Briefmarken hinein. Dort haben sie natürlich auch viele Kataloge. Aber es, also man kann jetzt mit den Kataloge reingehen und sieht dann den Michel-Katalog. Die haben also 700.000 Briefmarken nach Michel-Katalog sortiert. Aber was schön ist, sie haben auch Themenbereiche, weil wir wollen uns ja mit Themen beschäftigen. Und bei den Themenbereichen gibt es halt auch ganz viele Listen. Es gibt 985, das ist natürlich nichts im Vergleich zu den 700.000 Themenbereichen, die ATA listet, aber Connect hat immerhin fast 1000 Themenbereiche und da müsste eigentlich auch für jeden was dabei sein. Hier zum Beispiel 4000 Marken mit Cartoons. Kann man direkt mal reinklicken und dann. Und das Schöne ist hier bei den Listen, kann man ja alle sich ansehen. Da sind
Da kann man sich die Briefmarken ansehen, die sind in einer recht hohen Auflösung drin, also eigentlich wahrscheinlich größer als die Briefmarke selber oder vielleicht auch 1 zu 1 gescannt. Also das ist hier auch von den Usern angelegt, teilweise oder verbessert. Und dann kann man sich vor allen Dingen mal anschauen, ob einem das Themengebiet gefällt, was es da für Briefmarken gibt und ob man an die auch rankommen kann. Und dann kann man eben versuchen, man wird vielleicht nicht so einfach rankommen, aber dann kann man versuchen, aus den Emiraten Briefmarken zu bekommen und vielleicht findet man dann die eine oder andere Marke zu seinem Themengebiet. Ich gucke mal irgendwo mal anders rein. Na, hier sind albanische Marken. Jetzt habe ich nach Albanien geklickt. Dann kann man sich ein bisschen verlaufen. Aber ich wollte eigentlich nur in die einzelne Marke hier rein. Und sieht man, dass Albanien, Schiperia, einmal Mickey Mouse Briefmarken ausgegeben hat. Ne? Das ist wahrscheinlich auch nochmal ein Untergebiet von Comics. Kann man sich auch für interessieren. Genau, und man kann hier sich Listen anlegen. Also man kann sich sein Gebiet quasi auch zusammenstellen. Sammlung zusammenstellen, versuchen zu tauschen, man kann Marken hier drüber verkaufen und so weiter. Also außer ein wenig in den Themen geklickt, habe ich jetzt Angebote der Webseite selber habe ich ja also noch nicht genutzt. Kann ich also jetzt wenig drüber sagen, aber so von dem, was die Webseite erstmal so zeigt, finde ich das ganz toll. Vielleicht habt ihr heute ein paar Anregungen bekommen, wie ihr eine andere Sicht auf Briefmarken zu bekommen und wie man sammeln kann. Sucht euch euer Thema oder sucht euch in euren Restekisten ein paar Briefmarken raus und denkt, da gibt es noch andere Marken dazu und dann könnt ihr dann mal im Internet dazu suchen. Oder ihr haltet von irgendwo mal ein Album und da ist auf ein oder zwei Seiten schon mal eine Grundstückssammlung für irgendwas drin, die man erweitern kann. Und im Internet gibt es, wie ihr seht, auch dazu Kataloge, wo man schauen kann, wie viel gibt es da überhaupt dazu, zu dem Thema, wo müsste man danach suchen, sodass auch hier das Sammlerfieber geweckt werden kann. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Themen finden, beim Sammeln, beim Komplettieren, beim Suchen, ja, beim Hobbybriefmarken sammeln. Vergesst das Like und das Abo nicht. Bis dann.